Ich habe heute auch mal wieder was vorbereitet. Mein Spickzettel ist heute etwas länger. Worüber ich sprechen möchte, ist Gleichheit, Ungleichheit bzw. Gender Mainstreaming. Was ist Gender Mainstreaming? Es ist der Versuch, die Gleichwertigkeit der Geschlechter zugunsten einer nicht vorhandenen Gleichheit umzuinterpretieren. Doch Mann und Frau sind nicht gleich. Und die Doktrin, Geschlecht ist nicht angeboren, sondern wird durch die Erziehung bestimmt, ist die neue Religion, der die Menschen folgen sollen. Doch woher kommt dies? Gender Mainstreaming ist ein Ergebnis der Frankfurter Schule, welches sich Ende des 19. Jahrhunderts bildete. Grundlage war eine Auslegung des Marxismus und der Definition des Kommunismus. Die Überzeugung, alle Menschen sind gleich, setzte sich immer mehr in den Institutionen bevorzugt der Linken fest. In den 20er und 30er Jahren fand eine große Auswanderungswelle der Anhänger der Frankfurter Schule nach Amerika statt. Dort begann ihr Marsch durch die Institutionen und die Universitäten. Wie eine Religion breitete die Ideologie sich immer weiter aus. So bekam und bekommt man in einigen Universitäten nur eine Professur, wenn man sich zum Gender Mainstreaming bekennt. Immer mehr wurden Forschungsgelder und bezahlte Stellen für diese Ideologie von den Anhängern der Frankfurter Schule vereinnahmt. In den 50er und 60er Jahren kamen einige ihrer Vertreter nach Deutschland zurück und waren maßgeblich an der 68er Revolution beteiligt. So begann auch hier der Siegeszug. Erst schleichend, dann immer offensichtlicher und aggressiver. Viele Vertreter dieser Ideologie führen ein sehr bequemes Leben mittels Forschungs-, also Steuergeldern, ohne jemals ihren Kreis verlassen zu müssen. Dies trägt mittlerweile zu immer mehr Unverständnis in der Bevölkerung bei, da eine Ideologie, die alle Menschen als gleich betrachtet, ohne individuelle Unterschiede zu berücksichtigen, nie gerecht sein kann. Sehr gut kann man dies bei der Bildung sehen, wo in den Schulen mittlerweile Jungen den Mädchen gegenüber stark benachteiligt sind. Sie dürfen einfach nicht mehr Jungs sein, sondern haben sich dem braven Mädchen anzupassen. Eine weitere Folge ist die sogenannte Inklusion. Deutschland verfügt über eins der am besten ausgebauten Netze an Förderschulen, welche jedem Kind mit einer Einschränkung, egal ob körperlich oder geistig, eine individuelle Förderung und ein angenehmes Lernumfeld bieten können. Sicher besteht bei einigen Kindern mit körperlichen Behinderungen zum Beispiel die Möglichkeit eines gemeinsamen Unterrichts mit Kindern ohne Behinderungen. Doch dies ist nicht überall sinnvoll und möglich. Der Zwang zur Inklusion zerstört das hervorragende System der Förderschulen, zwingt Kinder in ein Lernumfeld, dem sie eventuell nicht gewachsen sind, und überfordert auch die Lehrer und Mitschüler. Dies aus Gründen einer Ideologie, nach der alle Menschen gleich sind und die doch nur dazu dient, Kosten einzusparen, die Bildung zu verschlechtern und systemkonforme, nicht selbstständig denkende Menschen zu formen. Von klein auf erleben Kinder den Wettbewerb. Man muss immer sein als der andere, immer besser sein. Das schönste Bild malen, am schnellsten laufen, am schönsten schreiben. Rechtschreibung ist nicht mehr wichtig und am schnellsten rechnen. Später werden Noten vergeben für das Aufzählen von Geschichtszahlen, das Abrufen von Vokabeln, die Beherrschung von unsinnigen mathematischen Formeln, welche man auch mittels Dreisatz lösen könnte. Doch den können unsere Kinder nicht mehr. Dazu kommt der Wettbewerb der Eltern. Wer feiert die schönste Geburtstagsparty? Gemeint ist natürlich die teuerste. Wer hat das neueste Handy, die neueste Spielkonsole und wer bucht den teuersten Urlaub? Unser ganzes Leben ist mittlerweile ein Wettbewerb. Auch in der Bewältigung von Problemen fällt den Politikern nichts anderes ein, als die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Dazu werden die Sozialleistungen gesenkt, die Löhne gedrückt und die Beschäftigungsverhältnisse angepasst. Doch wie geschieht das? Deutsche Firmen einen ausländischen Investor ins Boot. Vor diesem Hintergrund kann man nun auf dringend notwendige Kostensenkungen verweisen. Deswegen werden dann eben mal 200 Leute entlassen und kurz danach 60 Leiharbeiter einzustellen. Und dies ist gerade hier in unserer Region geschehen.
Doch was geschieht da wirklich genau? Es erfolgt der Ausverkauf unserer einheimischen Produktion. Es gibt immer weniger Firmen, die nur in der Hand der einheimischen Unternehmer sind. Durch diese Konstellation ist es dann natürlich einfach, die Gewinne ins Ausland zu überweisen, sodass hier keine Steuern gezahlt werden müssen. Und das passiert nicht im kleinen, sondern bereits im großen Stil. Dazu muss man sich nur Opel, Siemens, IKEA oder Starbucks anschauen. Alles Firmen, die in Deutschland keine Steuern zahlen. Denn diese so vielseitig beworbene Wettbewerbsfähigkeit, also uns, den Bürgern, oder dienen sie doch wieder nur den Kapitalisten? Die so generierten Gewinne landen dann auf den Kaimaninseln, wo sie dann wieder in Finanzderivate investiert werden. Dies sind Wetten darauf, ob ein Land pleite geht, ob Immobilienkredite bedient werden, ob die Lebensmittelpreise steigen oder sinken und so weiter. Wie kann man als Inhaber von großen Reislagern auf steigende Preise wetten? Und dann die eigene Ware künstlich knapp halten, damit die Wette aufgeht. Und auf der anderen Seite verhungern Menschen, weil sie sich die gestiegenen Preise nicht mehr leisten können. Diese Menschen haben jede Menschlichkeit und Empathie verloren. Es zählt nur noch der Profit. Doch könnte man dieses System ändern? Und wo muss man als erstes ansetzen? Natürlich müssen wir an uns selbst anfangen, unseren Konsum hinterfragen, unseren Umgang untereinander und wie wir unsere Kinder erziehen möchten. Doch auch da oben kann man relativ einfach und sicher etwas ändern. Die Lösung heißt Clustigal. Wer den Begriff nicht kennt, es handelt sich dabei um das Trennbankensystem. In Deutschland haben wir ein gut ausgebautes Netz an Sparkassen, Volks- und Landesbanken. Wenn nun alle realen Geldwerte und die Konten der Bürger und des Mittelstandes nur über diese Banken laufen und dort ein Spekulationsverbot herrscht, so wäre unser Geld wirklich sicher. Die Investment-, also Spekulationsbanken, werden abgetrennt und sich selbst überlassen. Geht eine Bank pleite, so wird es nicht eingegriffen. Es findet keine Haftung und keine Bankenrettung statt. Das ist eine Utopie? Nein, das ist die Vergangenheit. Wir hatten dieses System bereits, unter anderem mit der Bundesbank. Wegen dieser Kritik am System und am Bankensystem werden die Montagsmahnwachen oft angegriffen. Insbesondere von einer Person, die ich hier nicht beim Namen nenne. Die Aufmerksamkeit hat sie nicht verdient. Wir sollen dadurch provoziert werden und in eine Rechtfertigungshaltung gebracht werden. Doch dies ist eine Falle. Man wird sich nie so weit distanzieren können von allen Vorwürfen, dass diese Menschen zufrieden sind. Sie wollen dies nämlich gar nicht. Seht es alle als Kompliment an uns, denn wer keine Angst davor hat, dass immer mehr Bürger erkennen, erwachen und verändern, der muss uns auch nicht bekämpfen oder versuchen zu diffamieren. Darum geht gar nicht mehr darauf ein. Erhöht diese Personen nicht durch Aufmerksamkeit, denn sie sind Energieräuber. Unsere Energie können wir besser verwenden. Manchmal kann dies sehr schwer fallen, wenn zu offensichtlich konfrontiert wird. Aber ich denke, manchmal muss man nach einem Leben im permanenten Wettbewerb auch Liebe und Verzeihung, Verständnis und Mitgefühl etwas trainieren. Lernen müssen wir es nicht, denn diese Liebe zu unseren Mitgeschöpfen steckt tief in uns allen. Danke. Hatten wir denn noch Redebeiträge? War noch jemand da, der etwas vortragen wollte heute? Okay. Fabian. Hallo. Ich habe letztes Mal eine Falschaussage gemacht. Und da, zu dem Thema will ich auch nochmal zu dem Thema Putin und Russland und der Propaganda und so will ich nochmal was sagen. Also, dass er jetzt Monsanto den Stinkefinger gezeigt hat, ist eine total bescheuerte Aussage. In Russland wurde jetzt Gentechnik ausgebremst, sage ich mal. Und auch die ganze Regierung hat das erstmal so auch nicht per se abgelehnt oder so, sondern die sind eben wesentlich vorsichtiger und lassen uns erstmal als Vernunftkaninchen das Zeug fressen, bevor sie das wirklich bei sich durchsetzen. Es gibt auch Forschungsfelder. Also das war so nicht ganz richtig. Und da muss man eben auch wirklich aufpassen, nicht auf eine Propaganda oder Lüge auf irgendeiner Seite reinzufallen. Was ich ganz wichtig finde zu diesem Thema Russland, Ukraine, was noch gar nicht vorgekommen ist, meinem Empfinden nach,
meinem Empfinden nach haben die Leute sich dort unabhängig erklärt. Also wenn jetzt Bayern sagen würde, so, wir haben die Schnauze voll, wir werden hier immer nur ausgesorgt und jetzt wollt ihr auch noch mit Europa in den Krieg gehen. Und Bayern sagt, nö, wir machen jetzt unsere eigene Verfassung. Die sagen, so, nächstes Wochenende sind Wahlen, da gehen fast 90% der Bayern hin und sagen, so, wir sind jetzt ein unabhängiger Staat. Ihr könnt uns nicht mehr in diesen Krieg zwingen, ihr könnt uns... So ähnlich habe ich das verstanden, dass die Bevölkerung dort in der Ostukraine sich erstmal als unabhängige Republik erklärt hat und nicht als Vasallenstaat von Russland oder sonst was. Und ich glaube, das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, warum das auch mit aller Härte und Gnadenlosigkeit platt gebombt und angegriffen und da die Bevölkerung auch gerade gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen wird. Weil das darf eben nicht sein, dass sich einfach ein Volk oder eine Region jetzt... das muss ja um alles in der Welt verhindert werden, sei es jetzt irgendwie Andalusien oder, jetzt helft mir mal, in Spanien gibt es ja auch, Tirol, egal was. Es gibt so viele Regionen, die kulturell und sprachlich sich unterscheiden von dem Land, dem sie untergeordnet sind. Und da ist die EU ja immer mit Druck drauf. Und ich glaube, das sollte man mal sehen, dass da wirklich, dass die Menschen da für sich ihre Unabhängigkeit, eine eigene, neue Demokratie, eine freie Demokratie schaffen wollten. Und so wie ich das verstanden habe und die Leute auch sehe und einschätze, die meisten, die dort gewählt und in der Politik sind, das sind Bürger und nicht aus einer vorherigen, festgesetzten, elitären Schicht oder sonst was, sondern das waren die Leute, die gesagt haben, oh, ich engagiere mich, ich interessiere mich für das Thema, ich mische hier mit. Das ist, glaube ich, genauso zu bekämpfen, wie als wenn jetzt das ein Russen wirklich ein für Russland übergebener Staat werden sollte oder so. Also das möchten sie nicht. Der zweite Punkt, wo ich echt ein bisschen sauer bin, wenn ich so an meine Vergangenheit denke, ich habe viel Armut, viel Sachen, ich habe ganz, ganz lange keinen Führerschein gehabt, ich habe auf vieles verzichtet und so weiter. Ich habe Jobs, die einfach nicht in Ordnung waren, wo ich schlecht behandelt wurde, wo ich meine Klappe halten musste, obwohl das nicht ging, wie in der Altenpflege, wo ich auch meinen Mund aufgemacht habe. So geht es hier nicht weiter, was ist denn das? So, da nehme ich es auch in Kauf, rausgeschmissen zu werden. Ich verstehe das nicht. Meinen letzten Job wollte ich auch, habe ich jetzt keine Aufträge mehr, weil ich meinen Mund aufgemacht habe. Ja und, ich sterbe nicht, aber die Leute, ja, die da sterben wirklich Leute bei anderen Menschen, weil sie die Klappe nicht aufhaben, weil sie ihr Haus nicht verlieren wollen, weil sie ihren gemütlichen Standard nicht verlieren wollen. Das kann es nicht sein, das macht mich tierisch wütend. Wirklich. Ich fordere alle Menschen, die Dreck am Stecken haben, die wissen, was mit sonst was für Themen los ist, die wissen, was für Kriegsvorbereitungen, die wissen, was bei Monsanto, was für Pläne, was für Schweinereien, egal wo stattfinden. Ob es irgendwie die aufgesammelten Pommes bei Burger King, macht den Mund auf. Lasst euch keine Angst machen, wenn das alle machen, dann passiert auch endlich mal was. So, das kann es nicht sein, dass Leute aus ihrem eigenen Bedürfnis, weil sie ihren Luxus nicht verlieren wollen, einfach Menschen vergiften lassen, Menschen krepieren lassen. So, das wird sie am Ende auch ihr Leben kosten oder zumindest ihre Ehre. So, und, keine Ahnung was. Aber das regt mich auf, Leute. Ich habe es echt auch immer versucht. So, ja, so. Bitte, ja, also, der hat recht. Ja. Also, nochmal eine höfliche Bitte an alle Leute, die Whistleblower sein könnten, die unserem Volk wirklich Geheimnisse verraten können, gerade in der Presse, gerade jetzt in dieser Situation, fordere ich Journalisten auf, die wissen, wie oft ihnen dem Mund verboten wird. Macht ihn jetzt auf, berichtet darüber. Alle, die was wissen, sind aufgefordert, ihren Mund aufzumachen, auch wenn sie dadurch persönliche Nachteile ziehen, finde ich. Ihr seid jetzt dran. Das ganze Volk ist in der Verantwortung. Danke. Ja, möchte noch irgendwer? Hallo. Wie gesagt, ich habe sehr viele Freunde in der Ukraine. Und ich sollte... Sorry, das sind deine News jetzt. Nein, es war nicht so gemeint. Ich wollte nur sagen, das, was Poroschenko als Friedensplan verkauft hat, finde ich und nicht nur ich, auch viele Freunde da in Donetsk, das Ultimatum, das hier gar nicht dazu gesagt wird, weil sein letzter Satz war danach, Rest vernichten wir. Warum wird darüber nicht gesprochen? Wo sind die Medien da? Wenn die sagen, Separatisten, sogenannte Separatisten,
lassen ukrainische Journalisten nicht dran. Ja, dann geht mit ukrainischer Armee, dann berichtet, was da passiert. Irgendwas muss doch hier passieren. Das kann nicht sein, dass wir gar nichts mitkriegen.